Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Ford Store Rahnenburg, Iburger Straße in Osnabrück. Nordwestdeutschlands größte Ford-Ausstellung. Ihr seid zuletzt zweimal mit der gleichen Formation angefangen. Ist das ein Indiz dafür, dass das jetzt auch gegen Halle der Fall sein wird? Ich habe das immer wieder gesagt, ich bin nicht der Trainer, der sagt, never change a winning team. Also wir versuchen halt, die bestmögliche Mannschaft zu finden für den jeweiligen Gegner. Auswärts kann es auch etwas defensiver halt aufgestellt werden. Das heißt, dass wir halt vielleicht nur mit einem Stürmer agieren. Das haben wir auch die Woche trainiert. Aber ob es dazu kommt, das wissen wir noch nicht. Wir haben noch zwei Trainingstage, heute und morgen. Und da werden wir genau die Trainingsleistung beobachten und versuchen, das bestmögliche Mannschaft auf den Platz zu stellen.